Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum MotoGP 22 in unserer Karriere. Und wie man oben links ganz gut sehen kann, Qualifikationsziel ist die vierte Reihe, denn wir sind in der Qualifikation in Q Nummer 1. Wir haben uns jetzt nicht für Q2 qualifizieren können. Das lag aber auch so ein bisschen daran, dass ich in dem dritten freien Training, was jetzt außerhalb der Videos, wo ich ein bisschen geübt habe, eigentlich eine gute Zeit gefahren bin, aber halt nicht die allerbeste Zeit, sagen wir es einfach mal so. Aber da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir sind in Argentinien im Übrigen. Und danke nochmal an denjenigen, der nämlich einen Kommentar geschrieben hat, mich daran erinnert hat, dass ich beim letzten Mal keinen Kraftstoff- und Reifenverbrauch eingestellt habe. Habe ich jetzt mittlerweile gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier auch je nachdem Benzin aussehen, wie wir wollen. Deswegen machen wir mal hier nochmal die Hälfte so ein bisschen voll. Und wir brauchen natürlich frische Reifen. Ich bin jetzt mit den Mediums gefahren. 4, 5, 6, 7, 8 Runden lief sehr gut. Muss mal gucken. Ich werde sie wahrscheinlich aber auch im Rennen verwenden. Wir wechseln aber jetzt mal hier fürs Qualify und dann gucken wir mal, ob wir uns dann für das Q2 qualifizieren können. Wie gesagt, das Ziel besteht ja zur vierten Reihe. Ich habe gerade eben schon ein Video gemacht, da habe ich so ein bisschen die ganzen Klassen vorgestellt, die es bei MotoGP 22 gibt. Also MotoGP, Moto2, Moto3, aber auch die 500, 800 und 990er Klassen sowie die Season von 2009. Und deshalb konnte ich in Argentinien schon mal so ein bisschen üben. Es ist eine wunderbare Strecke. Ich versuche mit euch mal so ein bisschen jetzt das Layout nachzugehen. Wie immer, die letzte Kurve muss langgezogen sein, ist aber auch die schwerste, aber nichts im Gegensatz zu Indonesien, muss man echt sagen. Indonesien war ganz schlimm gewesen, hier kriegen wir sie ganz ordentlich, dementsprechend können wir gerade eben hier in der letzten Kurve, wo jemand gerade durchgeschossen kommt, Vollgas reingehen, hier einfach nur die Ideallinie richten, da abbremsen, eine sehr angenehme Kurve, können wir versuchen mal ein bisschen weit zu nehmen, Motorbremse kommen lassen und jetzt hier voll beschleunigen. Das war jetzt hier auf die Gegengeraden. Jetzt rein in die Links können wir auch wieder schön nach der Ideallinie bremsen. Schalte schön treffen. Schön weit innen bleiben hier, damit wir hier ein bisschen Schwung nehmen können für den Rechtsknick hier. Motorbremse kommen lassen, nicht Vollgas. Und jetzt hier die lange Gegengerade. Können wir so Spitzengeschwindigkeit von 280 erreichen. Ich sehe jetzt nicht, welche Motoreinstellungen ich habe, weil mein Kater sitzt wieder davor. Aber ich glaube, es könnte eins sein. Und jetzt hier anbremsen, auf hier nach Ideallinie. Da könnte man sogar einen Ticken später anbremsen. Und jetzt hier langgezogene Rechtskurve, immer enger, enger, enger. Und auch wieder früh beschleunigen. Den Linksknicken ein bisschen schwierig. Langgezogen links können wir voll nehmen. Wir müssen nur den Punkt erwischen. Der ist noch gerade so. Ihr seht jetzt, wie weit wir eigentlich hier rauskommen. Der war noch gerade so eigentlich gewesen. Wir hätten noch ein bisschen runtergehen müssen. Ich mach mal lieber Rewind, weil wir haben... Wir haben nämlich das Motorrad neu aufsetzen, sonst fallen die KI mir allesamt hin. So, das heißt also nochmal versuchen, ein bisschen den Scheiterpunkt weiter innen zu treffen, damit wir ein bisschen mehr die Kurve mitnehmen können. Und schon kriegen wir die Kurve voll, aber sofort hier bremsen, denn hier geht es eine Doppel rechts rein. Zack, und hier können wir schon wieder beschleunigen, weil die zweite rechts... Ja, die geht voll. Müssen schon wieder vorbereiten. Jetzt kommt gleich die links. Und hier schön von außen nach innen. Könnt auch ein bisschen die Curbs mitnehmen. Nicht so wie hier. Das war nicht weit innen genug. Dann könnt ihr eigentlich hier schon durchschießen. Das war jetzt nicht gut gewesen. Aber ihr seht jetzt auch gleich mal hier links. Da habe ich 1 bis 1,5 Meter fast verschenkt. Das heißt, ein bisschen anbremsen. Jetzt den Punkt hier treffen. Und das war wesentlich besser. Früh aufmachen. Und dann können wir hier richtig schön durchschießen. Hier langgezogen hier links, einfach nur Motorbremse ein bisschen kommen lassen, ein bisschen Gas geben. Und dann kommen wir auch schon an der letzten Stelle von der Strecke, nämlich die langgezogene links. Ja, die wie eine Schnecke langsam zumacht. Wie gesagt, das Anbremsen ist eigentlich hier ein bisschen angenehmer, wenn man den Bremspunkt findet. Der Bremspunkt, der muss schon stimmen. Aber ich habe so ein bisschen mitbekommen, auch wenn die Reifen schnell den Bach untergehen, die Bremsen werden immer angenehmer und dementsprechend könnt ihr auch ein bisschen später auf die Bremse gehen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier ein bisschen früher auf die Bremse. Und da kommt jetzt ein bisschen die Motorbremse kommen lassen. Den Punkt habe ich noch nicht ganz erwischt, wo ich genau hier die Kurven nehmen kann. Aber hier voll rein wie hier. Und habt ihr eine 1,47. Ist das keine Topzeit? Das war ja an der 1,463. Naja, geht ja. Wir müssen aber hier schon eine 1,45 schaffen, um irgendwie mithalten zu können. Jetzt ist mein Kater endlich aus dem Bild. Ich war schon im Mapping 3 gewesen. Okay, gehen wir mal 2. Für die Kurven brauche ich jetzt nicht unbedingt 3. Hier bin ich immer so ein bisschen zu früh auf der Bremse. Aber schön den Scheitelpunkt erwischt, wollte ich gerade sagen. Bisschen zu sehr die Curbs mitgenommen.
und dadurch ein bisschen aus dem Rücken muss und oben rechts sieht das ganz gut. Ja, Data zeigt gerade mal ein Zehntel schneller. Aber es ist knapp nach vorne, also die Zeit war gar nicht mal so schlecht gewesen, die erste. Und hier ein bisschen später bremsen, da waren wir schon zu früh auf der Bremse gewesen, hier auch schon fast. Da kann man den Schwung schön mitnehmen, Motorbremse in der Kurve kommen lassen und dann hier schön beschleunigen. Dann seht ihr oben rechts dann die Data-Zeit, wie die nach oben denn schnellt. Wie gesagt, die Kurve auch eklig, halt den richtigen Punkt zu finden. Und ihr merkt schon, die Bremsen, die sind, oh, ich finde persönlich, die sind schon bis auf Temperatur. Die hintere jetzt nicht, die ist noch auf blau. Aber jetzt halt, hier wird gut. Und hier wieder schön innen, schön getroffen. Aufmachen, dass wir hier die Körbs ein bisschen mitnehmen. Aufpassen, die Körbs nicht allzu sehr mitnehmen. Ihr stürzt nicht, das nicht. Aber die Traktion ist nicht mehr so schön und die verliert ordentlich an Geschwindigkeit. Oh, jetzt sind wir sehr gut durchgekommen. 14. Oh. Warte, ich hab das noch. Ich hab das noch, warte. Die Zeit wird noch gut, die Zeit wird noch gut. Das kriege ich hin. Oh. Ah. Ja. Gut, Leute, passt mal auf. Ja, das geht bestimmt schon wieder in die Hose. Ah, der fährt an die Box. Sehr gut. Ah, der nicht. Schön aufpassen hier, ja. Schön aufpassen, schön auf. Au, 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 ach Gott. Gut, Bike wurde beschädigt. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Ui. Wir haben einen Blick auf das Ergebnis des ersten Qualifyings in der Moto2-Klasse. Auf dem Bildschirm sehen Sie die Namen. Schade eigentlich, aber wir sind immerhin 13. Platz hier geworden. Fast in der vierten Reihe. Wir sind, glaube ich, jetzt nur Anfang der fünften Reihe. Aber eigentlich hätten wir noch die Zeit noch ein bisschen verbessern können. Nach oben hin, denke ich mal, wären wir unter den besten vier gekommen. Die 1,45,4, die ist schon brachial. Die ist schon wesentlich härter. Besonders, wenn man mal sieht, Ogura, der Japaner auf dem vierten Platz, ist ja immerhin schon 13. langsamer. Ja, da sind wir auch schon auf der Rennstrecke. 15. Platz. Obwohl, man muss sagen, ich glaube, der in 1,45 gefahren ist, der ist auch in Q2 gefahren. Da ist die Strecke noch ein bisschen besser und meistens auch das Motorrad. Wir können mal gucken. Wir haben vorne Softreifen gehabt auf den zwei Runden und die haben den gleichen Abbau wie die Mediums hinten. Also könnten wir es rein theoretisch gesehen wagen, hier auch mit Softreifen vorne zu starten. Natürlich nehmen wir dementsprechend ganz neue. Das waren wir, glaube ich, gerade gewesen, war? Oder kommen wir gleich nochmal? Ist auch egal. Zur Strecke. Wie gesagt, frische Softreifen. Und frische Mittelreifenmischung. Oder Mittelhart. Je nachdem. Kraftstoff. Damit kommen wir. 22 Liter, war? Mal, hier ist zu wenig. Ah, nee, komm, wir lassen einfach voll. Gut. Dann würde ich mal sagen, Freunde der guten Laune, legen wir los. Der Mann mit der Flagge wird wahrscheinlich jetzt auch gleich hier ja, das Go geben. Da ist er auch schon. Und wir machen uns bereit. Wo sind wir denn dort? Irgendwo waren wir gerade gewesen, auf alle Fälle. So, da sind wir. Ampel geht an. Und Go! Ah, der startet gar nicht mal so schlecht. Oh, wir sind 27. Ach du Scheiße. Ah, weil wir nicht in Q2 waren. Oh, reinbremsen. Oh, ich bin die ganze Zeit da außen gedrängt. Oh, guck mal, wie an der Perlenkette. Das ist auch nicht schlecht. Hocken sie alle wie an der Perlenkette. 21. sind wir schon mal. Wir bremsen jetzt hier richtig hart in die Linkskurve. Da die Lücke ausnutzen. Da auch noch ein bisschen Lücke ausnutzen. So macht man bitte. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Ja. Benzin reicht nicht komplett aus. Da müssen wir ein bisschen runtergehen. Aber 12. Platz, nicht schlecht, der Specht. So, Windschatten ausnutzen. Jetzt können wir wahrscheinlich hier wieder schön anbremsen. Bremsen diesmal richtig spät. So, gehen hier mal in die Lücke rein. Und jetzt von außen, wollte ich gerade sagen. Müssen wir ein bisschen aufmachen. 7. Platz, Entschuldigung. Ja, von 27 auf 7. 20 Plätze in nur einer Runde. Oh, hier gehen wir sehr weit, hier gehen wir sehr weit. Huh, ja, aber ein schöner Start. Man muss auch dazu sagen, wir können das ein bisschen ausnutzen, die KI, und wir stürzen bei Kollision eher weniger. Finde ich zum Teil ein bisschen schade, weil, oh, das war knapp gewesen.
genauso wie das hier. Finde ich ein bisschen schade, weil so können wir dann ordentlich hier ein bisschen rumräubern und wir werden eigentlich schon viel früher gestürzt. Letzte Kurve hier, Gas geben. Ja, vierter Platz. Also, wenn wir das Rennen so beenden, können wir uns nicht beschweren. Natürlich, selbstverständlich ist jetzt das hier Podium gar der erste Platz. Findest du ein bisschen erschreckend in Qualifying, die 1,45. Da ranzukommen wäre schwierig gewesen. Im Rennen kommen wir hier sehr gut klar. Aber das ist das, was ich gesagt habe. Der vierte Platz, der Japaner, 13. Rückstand, die er hatte, der hätten wir mitspielen können. Und da sind wir auch schon. Und kommen hier sehr gut raus. So, jetzt ein Mapping auf 3. Schön gibt ihm. Wollten ein bisschen mehr den Windschatten ausnutzen. Gehen wieder auf 2. Schon dadurch ein bisschen das Bike und gerade auch die Hinterreifen. Und jetzt versuchen wir hier ein bisschen später anzubremsen. Das sieht sehr gut aus. Schön Punkt erwischt. Oh, wir sind hier dran, wir sind hier dran. Ich rieche den Sieg, ich rieche den zweiten Sieg der Saison. Oh, oh, die geben sich da. Können wir da nochmal angreifen? Oh, vorsichtig. Ah, wieder ein bisschen sehr spät, aber die Bremsen sind jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr auf Temperatur, deswegen können wir später bremsen. Oh, wir sind dran. Oh, ein bisschen weite Curbs hier. Ja, jetzt sind wir den Scheitelpunkt ein bisschen verpatzt, aber es geht alles noch. Das gerade gehört, gerade durch die Curbs, die wir jetzt mitgenommen haben, Drehzahl ein bisschen in den Keller gegangen. War ein bisschen am Vibrieren, aber wir kommen hier sehr gut raus. So, jetzt letzte Kurve, wir richten uns schon mal aus. Ganz weit außen. Hoffe, ich treffe den Bremspunkt, aber ich glaube, der sieht gut aus. Ganz weit außen, gehen jetzt hier nach innen. Schön früh beschleunigen, Mapping auf 3. Einfach ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde es aber geil, wie wir die Curbs hier mitnehmen können zum Anbremsen. Das schön von außen und den Schwung jetzt hier mitzunehmen. Da sind wir dran. Da sind wir dran. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir jetzt hier noch schön um die Kurve kommen, den Schwung jetzt hier mitnehmen, so wie hier, dann könnte es was werden auf der Gegengeraden mal wieder. Ja, die fahren nicht ganz so rund. Wir sind dran. Oh, schön angebremst hier. Super. Zweiter Platz. Seid jetzt am ersten dran. Wir sind übrigens in der dritten Runde. 6 Runden fahren wir hier. Kommen jetzt bald in die vierte Runde hinein. So, Angriff von den Zweitplatzierten. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also Stärken sind auf alle Fälle Sektor 1. Die langgezogenen Kurven, das ist die KI immer extrem stark. Geil, die man voll nehmen kann und könnte. Ah, Argentinien wird, glaube ich, meine Lieblingsstrecke. Also, ist ein schönes Layout. Muss auch dazu sagen, ich glaube auch gerade für mich als Anfänger und für euch als Einsteiger alles so, die Ideallinie ist halt super bestimmt. Also da ist nicht so früh oder zu spät bremsen. Ja, hier und da ein paar Kurven, aber ansonsten könnt ihr euch schön nach der Ideallinie hier richten. Ah, nicht zu aggressiv. Lenken. Ah, verlieren wir wieder Zeit, letzte Kurve. Aber unsere Rundenzeiten sind gar nicht schlecht, immer nur 1,46. Alle relativ gleich bleibt. Ah, wir müssen jetzt irgendwie den ersten ein bisschen passieren lassen. Aber wie gesagt, hier kommen wir immer sehr gut ran. Bahn uns auf Mapping 3 ein bisschen auf. Wir müssen auf die Reifen achten. Vorher sind gut aufgenutzt. Aber fährt trotzdem alles noch gut. Die Lücke nach hinten sieht auch noch ordentlich aus. Jetzt hier nochmal. Das Anbremsen, da sind wir immer noch stark. Aber nicht ganz so schlimm wie damals noch MotoGP 21. Das war ja grauenhaft gewesen. Da war die KI ja sowas von schwach gewesen. Oh, hier sind wir schön drin. Schön in so einem Tunnel. Ja, jetzt sind wir dran. Jetzt gib ihm Buschi.
Aber ist jetzt auch keine Stelle, wo man überholen kann. Oh. Auch nicht, wenn man so die Kurbel... Obwohl, er fährt auch mittlerweile weit. Er fährt weit. Die Reifen geben auch nicht mehr allzu viel her. Versuchen wir jetzt, bis an die Grenzen zu gehen. Wir müssen es bald wagen, ey, weil wir sind nämlich schon... Oh, vorletzte Runde. Geht man nämlich sehr weit. Ah, wieder eine starke Zeit, ey. Alles ganz knapp beieinander. Also, sehr solide. Guck mal, wie weit er geht. Der geht weit, der geht weit, der geht weit. Klar kann er schön rausbeschleunigen, aber langsam lassen seine Reifen nach. Er geht immer weiter. Aber wie diesmal auch. Oh, Mapping 3 jetzt. Vorletzte Runde. Wir müssen uns noch ein bisschen das Mapping hier aufsparen. Für die letzte Runde können wir... Oh, hoppala. Können wir noch richtig viel geben. Das war jetzt sehr doof gewesen. Spätes Bremsen. Also hier müssen wir überholen. Hier müssen wir überholen in der letzten... Runde, da müssen wir nah dran bleiben. Schwächelt jetzt gerade ein bisschen. Aber wir bleiben dran. Die Kurve war sehr gut diesmal gewesen. Oh, sehr stark. So. Rein gleich in die letzte Runde. Es wird immer richtig spannend. Oh, wir müssen die Kurve kriegen. Oh, oh, ich krieg die, glaube ich, nicht. Ich krieg die nicht. Aber ich stürze nicht. Aber trotz all dem. Müssen wir uns merken, für die letzte Runde. So, Mapping auf 3 gestellt. Kann aber sein, dass ich jetzt alles verballert schon habe. Die Reifen sind durch. Hätten wir doch mal Mediums genommen, glaube ich, auf die Vorderreifen. Oh, der geht aber mega weit. So, jetzt Vollgas. Ah, da kommen wir nicht gut raus. Immer so ein bisschen Tank jetzt ein Auge behalten. Nach hinten passiert nicht mehr viel. Kommen wir vorne doch irgendwie ran. Machen wir doch den Marquez-Move. Oh, ich bin doch überlegen. Ja, wieder sehr spätes Bremsen jetzt hier. Oh, da sind wir ganz nah dran jetzt hier. Es kann aber heftig werden, es kann aber heftig werden von außen. Ey, ich gehe weit. Kommt er da nochmal? Kommt er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Uiuiuiui, Track Limits würden jetzt manche sagen. Jetzt geht's los. Aha. Nein, 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 nein. Aber das ist unsere Kurve, das ist unsere Kurve, das ist unsere Kurve. Aha, nicht unsere Kurve. Okay. Wer bremst besser, wer bremst später und verbindet das zu einer Perfektion, wie die Menschheit es noch nie gesehen hat? Wir gehen jetzt hier fast weit von außen nach innen. Und, ach, schade aber auch. Mist. Die eine Kurve, die links, die eigentlich immer so gut war, die bis jetzt eigentlich, wo wir immer schneller waren, die habe ich dummerweise in der Aufregung einfach nicht gut genommen. Da habe ich einfach noch einmal aufgemacht. Hätte ich nicht machen müssen. Das war doof gewesen. Aber schönes Rennen am Ende. Nur 2 Zehntel, die wir langsamer waren. Die Rundenzeiten waren stark gewesen. Guck mal, wir sind sogar eine 1:45.679 gefahren. Das war im letzten Umlauf gewesen. Haben wir nochmal ordentlich aufgeholt. Im Großen und Ganzen würde ich aber mal sagen, das war geil gewesen. Wir können uns... Komm. Gemeinsam geben wir uns nochmal die Wiederholung. So, wir sind jetzt schon auf der Gegengerade Ende. Erster Sektor, dort, wo es so spannend geworden ist. Hier spät auf die Eisen gegangen.
Da habe ich jetzt schön den Schwung von außen nach innen mitgenommen. Bisschen Überschuss. Und die Kurve, der Linkstick mit den gebrauchten Reifen, der war Zucker gewesen. Haben wir perfekt erwischt. Ihr seht mal, wie viel wir korrigieren müssen, um mal so ein bisschen die Kurve beizubehalten. Und jetzt hier spät auf die Bremse haben wir so einen Überschuss gehabt, dass wir auch gar nicht ganz die Linie treffen. Hier rein und ein bisschen weit raus. Er kann kontern. Ich lasse ihn schon halb vorbei, weil es war trotzdem außerhalb der Track Limits. Jetzt gleich links kommt er reingeschossen. Da ist er. Wir gehen hier rein. Kleiner Stupser. Jetzt hier wieder Positionswechsel. Und eigentlich die Linkskurve. Dies ist eigentlich meine Kurve. Und ich habe die nicht getroffen. Da geht er wieder in rein. Ja, gut. Wieder ein kleiner Stupser. Jetzt war die Überlegung gewesen, ey, wie fahre ich die Kurve an? Aber das ist mit gebrauchten Reifen so tricky, denn obwohl die Reifen an sind, aber ich wollte spät bremsen und von außen reinziehen, habe ich nicht ganz geschafft. Ich hätte dann mal die 2 Meter weiter nach rechts mich versetzen müssen beim Ausbeschleunigen. Dann hätte ich es vielleicht noch geschafft. Ja, so kann er jubeln und wir sind immerhin 2. Platz, denn wir sind von hier aus gestartet. Vom 27. Platz sind wir nämlich ausgestartet. Schön von innen nach außen jetzt hier gezogen. Ein bisschen über die Curbs, können Motorrad noch behalten. Und guck mal, wie eine Perlenkette, alle. Da können wir jetzt einmal vorbeiziehen, alle. Obwohl die Kurve leider nicht so gut genommen war. Hätte man ein paar Plätze mehr gut gemacht. Und jetzt hier auch in. Wird so ein bisschen reingeschoben. Da, die Lücke wollten wir ausnutzen. Wir haben eher die ganzen anderen Körperteile und Motorräder von unseren Kontrahenten ausgenutzt. Aber hier, wo es dann richtig schön eigentlich. Hier haben wir schön die Lücke ausgenutzt. Das Motorrad auch gut im Griff bekommen. Und jetzt hier beim Anbremsen auch 3, 4, 5 Plätze. Ja, das war es eigentlich gewesen, Freunde der guten Laune. Aber in der Gesamtwertung haben wir 65 Punkte, gefolgt von Toni Abolino mit 47 Punkten. Also wir haben schon ein kleines Polster uns aufbauen können, was schon mal extrem gut ist. Ich werde natürlich dann für die nächsten Rennen vielleicht mal die KI doch mal um 1-2% hochschieben. Aber ansonsten war das sehr, sehr gut gewesen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Qualifying hätte ich die Zeit nicht fahren können, aber in Rennen war es ganz gut gewesen. Schade, dass nicht ganz für den ersten Platz gereicht hat. Ansonsten, Freunde der guten Laune, das war's gewesen. Das war Argentinien mit der Moto2 gewesen. Im nächsten Rennwochenende geht's, glaube ich, nach Austin und da wird's dann wieder spannend. Vielleicht werde ich da nicht direkt mal die KI erhöhen, weil Austin wird ein richtig hartes Pflaster. Bis dahin, lasst einen Kommentar da, einen Daumen würde ich mich auch freuen. Bleibt gesund, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.